Das wäre nicht schlecht. Bist du schon außer Atem? Ein bisschen. Türe, wahrscheinlich die Serientüre mehr oder weniger. Genau, genau. Weniger Aerodynamik hier im Frontbereich. Jetzt sind wir bei der Deka angekommen. Und vielleicht kann ich ja irgendwo noch so ein paar Plaketten klar machen oder so. So, pass auf, René, ich habe mir das hier angeguckt, ist nicht. Wir haben Einheitsdämpfer, ob die Einstellungen passen, ob die Kennlinien passen. Servus! So, jetzt werden wir mit dem Daniel Abtmann Ründchen Elektroauto fahren. Da gibt es ein paar interessante Geschichten. Seht ihr jetzt? War eigentlich auch lustig. Mir ist ein bisschen schlecht geworden. Ich bin einfach ein schlechter Beifahrer. So, da sind wir wieder in Hockenheim mit meinem wunderhübschen Kumpel Timo Scheider. Gut sieht's aus, Junge. Blau steht dir. Danke, Schatz. Ein Traum. Ja, also schon mal anfangen, oder? Zumindest die Optik. Wofür steht genau die 22 hier so in der Region? Das geht nicht um die Länge, sondern es geht um die Jahre. Ach, also, du bist erst 22? DTM-Erfahrung, du weißt jetzt 22 Jahre. 22 Jahre DTM. Ja, fast. Fast. Ne, 16, glaube ich, ne? 16 DTM-Jahre, tatsächlich. Aber hier geht es um ein bisschen anderes Thema. Bei der 22 heißt nämlich Electric 22. Zukunft. DTM Electric. Hier steht der Apparat, den zeigen wir euch gleich. Und der Timo darf mit diesem Höllengerät fahren. 1200 PS umgerechnet. Das schiebt schon an, ne? Also ich bin ja ganz unvoreingenommen da reingegangen, muss ich ja sagen. Aber ja, wir müssen ehrlich sein, es gibt ja sehr viel kritische Stimmen immer über E und Sound ist nicht da und bla bla. Ich bin jetzt irgendwie ein halbes Jahr Taycan gefahren, mir brauchst du das nicht zu erklären. Ja. Was meinst du, was ich mir alles anhören konnte? Ja, ist, ich meine, wir sind natürlich Petrolheads, muss ich auch sagen, bleibe ich auch. Aber dann habe ich das Auto gestern zum ersten Mal bewegt. Und wenn ein Allradauto mit 1200 PS sich in den Asphalt festbeißt und 88 kW da frei werden, dann ist das schon Karussellfahren auf ganz höchstem Niveau. Also ich muss sagen, das Schaeffler-Auto hat mich gestern brutal begeistert. Ist richtig geil gewesen. Also ich bin heiß drauf, gleich nochmal eine Runde zu fahren, weil es tatsächlich einfach Spaß gemacht hat. Richtig Spaß. Es hört sich richtig gut an, muss ich sagen. Sieht auch cool aus. So, und dazu kommt aber, der Bock sieht ja auch noch richtig stylisch aus, ne? Müssen wir mal so sagen. Also hier. Ja. Die meisten Kritiker, die sind so ein Auto ja noch nicht gefahren. Weil fahren tun die Teile leider Gottes richtig gut. Die schieben an. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass so ein Auto, was schön steif ist, verhältnismäßig leicht, 1200 PS, was wiegt der Apparat, weiß man das? Ja, also in der finalen Rennversion wirst du um die 1300, 1400 Kilo haben. Also wie ein GT3 Auto. Also. Und dann hast du mit 1200 PS bei Allrad schon richtig Beschleunigung am Start. Knapp um die 2 Sekunden Beschleunigung, ein bisschen mehr. Von 0 auf 100, also ich habe mich gestern kurz festhalten müssen, wo es losging. Also hier Taycan zum Beispiel, bist du über 2 Tonnen, deutlich über 2 Tonnen unterwegs und hast beim Turbo S irgendwie 700 PS. Ja. Und dann liegen hier 1200 an bei deutlich weniger Gewicht. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ne? Das ist auf jeden Fall mega geil. Also klar, wir können darüber diskutieren, ob Elektrik cool ist oder nicht cool ist, aber das ist die Neuzeit. Wir müssen die Augen öffnen vor dem, was wir jetzt und hier haben und ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach ganz wichtig, dass jetzt auch ein Zeichen für die DTM, für die Zukunft kommt und dass man das jetzt probiert und zeigt, was geht. Also bei Schaeffler, die haben hier das Getriebe gemacht, die haben hier das Steer-by-Wire, also das erste Mal total freaky. Das heißt, ich habe keine mechanische Verbindung mehr vom Lenkrad zu der Vorderachse, keine Lenksäule, kein gar nichts. Das heißt, du sitzt da wie im Simulator drin. Wenn du in der Box stehst, kannst du das Lenkrad so drehen mit einem Finger, es passiert halt einfach nichts. Dann machst du den Knopf an oder den Schalter an und plötzlich hast du dann die Performance und kriegst das Feedback auf der Strecke, genauso wie wenn du eine Lenksäule hättest. Also ich habe da gestern gedacht, ob das gut geht, ob das so ein Delay hat oder sowas. Wie ist das im Kopf? Das war das Schlimmste für mich. Ja, oder? Also wenn du weißt, da ist keine Verbindung. Das war genau mein Problem vom ersten Einsteigen. Ich habe nur gedacht,
wie funktioniert es mit der Lenkung? Was passiert, wenn die ausfällt? Was passiert denn dann? Also da ist einfach nichts mehr, dann hast du einfach keine Verbindung mehr. Aber da haben die Chefler auch schon richtig sich Gedanken gemacht. Die haben tatsächlich eine zwei- bzw. dreifache Absicherung mit extra Sicherung, mit extra Batterien etc. pp. Geschaffen, dass sowas nicht passieren kann. Viel wichtigere Frage, wann nimmst du mich mit? Ja, da sind die richtigen Herren, da können wir gleich mal diskutieren. Ja, wunderbar. Also, der Philipp haut euch jetzt ein Porn um die Ohren, dann gucken wir uns an, wie der Apparat fährt. Viel Spaß. Daniel Abt, versierter Elektriker. Ja, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber meistens auf vier Rädern. Meistens auf vier Rädern. Ja, wobei der jetzt auch schon mit dem Motorrad rumattiert hat, habe ich gesehen. Ne? Aber nicht elektrisch. Nee, zum Glück nicht, aber wäre noch schöner. Ja, einfach mal, ich wollte es einfach mal ausprobieren, Motorrad. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich bei Vierrad auf jeden Fall wohler, weil du hast halt ein bisschen Schutzhülle. Gerade wenn es so viel Dampf ist, irgendwie, da fühlt man sich ein bisschen wohler. Ja, da hast du schon recht. Ich bin mal irgendwie, als ich klein war, so 5-6 Jahre alt, bin ich mal mit so einer Yamaha PW50 in Holland Rennen gefahren. Würde ich heute auch nicht mehr machen, glaube ich. Nee, muss nicht sein. Ja, so können wir noch gescheit gehen, also alles gut. Ja, also Daniel Abt wird gleich mit mir eine Runde hier in diesem wunderschönen Schaeffler-Flieger. Ich bin mit Hockenheimring fahren, 1200 PS, 880 kW, 1200 Nm. Auf Weihe, Weihe. Wird immer wilder. Das ist, wenn du ins Spitzkehren runter, wenn du ans Gas gehst, das ist schon steil. Wie ist der Vergleich Formel E zu so einem Tourenwagen? Das Ding ist natürlich deutlich schwerer als ein Formel E-Auto wahrscheinlich. Ja, das ist deutlich schwerer, aber hat ja auch deutlich mehr Leistung. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, haben wir hier an jedem Rad einen Formel E-Motor. Nicht ganz, mittlerweile ist ein bisschen stark geworden, aber Saison 3 wären das die Leistungsspecs gewesen und die hast du hier quasi an jedem Rad dran. Klar, Formel-Auto ist einfach von der Fahrdynamik an sich schon ganz anders. Aber es ist schon cool und im Endeffekt geht es ja darum, ein bisschen Action zu machen, eine Show zu bieten. Wir haben ja gestern schon gesagt, heute machen wir Rauch. Ne? Heute machen wir Rauch. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich heute schon Rauch machen darf oder erst morgen. Also ich würde glaube ich vielleicht machen wir es aus Versehen. Vielleicht ist es einfach aus Versehen passiert. Genau, aus Versehen ist einfach irgendwie ein bisschen Rauch gekommen. Ja. Wir wissen auch gar nicht warum. Ja, sensationell. Da lass uns gleich noch ein bisschen quatschen. Jetzt hüpfen wir erstmal rein hier. Die werden schon alle nervös. Ja, machen wir. So. Bis gleich. Überleben hier die Nummer. Ja. Du hast eben Apollo 12 gesagt, Alter, dann war doch der Apparat abgestürzt. So. Mach mal Platz jetzt hier. Haben wir keine Hupe? So eine LKW-Hupe? Soll ich mal nach rechts ziehen jetzt? Soll ich mal. Kleine Revanche, meinst du? So, da sind wir hier, der Schaeffler-Rakete, 1200 PS. Daniel fährt, ich bin hier Co-Pilot und gebe 3-4 Anweisungen. Und ja, da sind wir auch schon unterwegs. Guckt euch mal diesen Mörder-Heckflügel an. Brutales Teil, schiebt nach vorne wie die Feuerwehr. Ja, ich weiß, Elektro, aber brecht bitte nicht Wein zusammen. Es ist nur eine Ergänzung der DTM, die DTM wird nicht voll elektrisch. Oh, Bernie Ecclestone-Kurve und Feuer raus zur Parabolika. Geht richtig, richtig gut. Der Daniel ist das Auto quasi das erste Mal jetzt gefahren. Ich glaube, einen Rollout gab es vorher ganz sachte unterwegs. Wir sind auf dem Weg ins Grid, müssen natürlich auch ein bisschen Akku sparen und schauen, dass die Temperatur nicht hochgeht. Hier sehen wir schön das Dash, abgefahrene Lenkrad. Apropos Lenkrad, Steer-by-Wire heißt, wir haben keine Lenksäule mehr an dem Auto. Es geht alles elektronisch. Und dann hier aus der Haarnadel raus. Der Apparat schiebt richtig gut an. Es macht schon Laune, da mitzufahren. Richtig gut. Daniel ist da auch ganz entspannt und vorsichtig unterwegs. Mega Einstellung. Hier sehen wir wieder den brutalen Heckflügel. Das Ding sieht schon abgefahren aus. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es ist halt eben ein bisschen future-mäßig.
und dann rollen wir hier gleich ins Grid. Gehen wir hier rein ins Motodrom. Wie gesagt, Daniel ist entspannt unterwegs, aber die Beschleunigung ist brutal. Hier sehen wir rechts nochmal die Handbremse, dieses silberne Ding ist die Handbremse, ähnlich wie im Rallye-Auto. Jetzt geht es hier auf Start und Ziel. Da halten wir mal kurz an und melden uns an. Den Apparat hört man natürlich nicht. Da hat der Daniel sich gedacht, oh Freunde, dann machen wir auf, Rauchzeichen, hier sind wir. So, dann rollen wir durchs Grid, unterhalten uns. Warum habe ich die ganze Zeit ein Handy in der Hand? Ich habe ein bisschen den Livestream als Kamerakind von Daniel gemacht. Man unterstützt sich ja, wo man kann. Support ist kein Mord. Ihr wisst, wie es läuft. So, hier nochmal die Pornotheke. Unfassbar, dieser Heckflügel. Sensationell. Ja, war eine geile Runde, hat Spaß gemacht. Danke für die Taxifahrt, Herr Abt. Sensationell. Guter Koffer. War er brav? Ja, klar war der brav. Wir haben hier ein bisschen Rauch gemacht, aber nur um zu signalisieren, wir sind da. Ja, weil wir haben ja keine Hupe. Ja, die wissen, auch keiner gehört. Die wissen ja, sonst weiß, es geht keiner aus dem Weg. Ja. Aber ja, gut geklappt, oder? Okay. Ja, denke ich auch. Also. Was hast du das Gefühl von Beschleunigung? Da geht schon gut nach vorne, der Stuhl. Ne? Das schiebt schon nach vorne, ja, ne? Vor allem hier vorne war ich nicht so ganz vorbereitet. Ich denke, was macht er jetzt? Und dann rums! Das ist schon ein gut in den Nacken, also ist nicht verkehrt. Aber auch so aus der Ecke raus und das Ding fährt schon auch da ja, muss hin. Ich muss bedenken, die Reifen waren auch echt kalt. Ja, genau. Also dafür ist es echt. Das war schon nicht so ohne. Ne? So ein Allrad ist schon was Feines. Ja, das ist schon nicht so ohne. Ja, das macht auf jeden Fall Laune. Ja. Und so, wie ist für dich jetzt der Unterschied vom E zu dem? Meinst du, kann das wirklich, könnte das aus deiner Sicht wirklich eine Option sein? Rennserie genau so? Ich glaube schon. Also ich meine, das hat natürlich viele. Das sind viele Dinge, die da stimmen müssen. Ne? Für mich ist nicht so, dass nur allein der Antrieb jetzt entscheidet, ob eine Rennserie cool ist oder nicht. Ja, das sind echt viele ja. Dinge. Ich glaube, gerade weil die DTM jetzt als Plattform auch so das so machen möchte, quasi, dass man sagt, man hat die Auswahl. Also ist ja nicht so, dass das jetzt was ersetzen soll, sondern man hat irgendwie GT3-ähnliche Fahrzeuge, GT4-ähnliche Fahrzeuge, man hat Elektro, man hat Klassik mit dabei. Ich finde, dann diese Mischung zu haben, ist sehr, sehr geil. Und Hersteller wollen Elektrotechnik, das ist klar. Ja. Und wenn man als Serie ein bisschen Geld mit drin hat, dass es auch ein bisschen groß ist und so, dann muss man halt die Hersteller mit an Bord haben. Ja, ich glaub, ohne die funktioniert es nicht. Da hast du vollkommen recht. Und ja. Ich denke, aus Fahrersicht ist es eh egal, ob es ein Elektroauto völlig, ist oder ein Verbrenner. Egal. Das ist vollkommen diese egal. Diskussion, die findet mehr auf Facebook statt, als bei den Leuten, die dann tatsächlich fahren. Ja, genau. Weil das Racing, Formel E, das Racing an sich ist ja mega. Ist geil, ja. Klar, der Sound fährt, okay. Aber das Racing ist super geil. Ja. Wenn es nur darum geht, ist es schon gut. Kann ich mir hier auch vorstellen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das Gewicht gehalten werden kann, wenn man eine längere Distanz fahren möchte. Ja. Weil das ist natürlich einfach ein Thema. Ne? Und Gewicht kostet immer Kohle. Ja. Weniger Gewicht, höhere Preise. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, da geht was. Ja. Daniel, bis später. So, da sind wir mal ein Ründchen gefahren mit Daniel ab in der Schaeffler-Rakete. 1200 PS, 888 kW und irgendwie 1300 Newtonmeter knapp. Also geht richtig nach vorne in der Stuhl. Ihr habt gesehen, Rauch macht er. Leider wenig Lärm. Innen drin ist relativ laut durch ganze Getriebe, Motoren etc. Ja, von außen sehr leise für einen Rennwagen. Es hat seinen Reiz, aber glücklicherweise wird es die DTM nicht ersetzen, sondern wird einfach nur ja, ergänzend da sein. Was genau damit passiert, werden wir sehen in der Zukunft. Jetzt freue ich mich erstmal auf die neue DTM-Saison. Ja, ihr wundert euch, ne? Schöner Bart, ist halt November, also Movember. Ich sag mal, einmal aussehen wie Magnum für einen guten Zweck. Ja, hier die Movember-Seite. Wäre schön, wenn ihr eine Spende da lassen würdet. Ist für einen guten Zweck, wie gesagt, für die Männergesundheit. Für uns müssen wir auch mal was tun.